Wenn ich 10 Millionen Umsatz mache, spendest du eine ganze Schule. 120.000 Euro. Es gibt zwei Gefahren, wenn du Geld hast. Und das ist Gier und Geiz. Und dann kriegst du, das ist beides ein Ausdruck von Angst. Gier und Geiz. Äußert sich ganz oft die Angst in Protzen. Das sind die Leute, die dann die schicksten Klamotten haben müssen. Dahinter verbirgt sich einfach nur Angst. Angst, nicht genug zu sein, so wie sie sind. Und jetzt brauchen wir so ein Korrektiv. Wenn wir genießen wollen, das ist hier so eine Linie, dann gibt es auf der einen Seite dich und auf der anderen Seite gibt es die anderen. Und das nenne ich jetzt mal helfen. So, du möchtest helfen, du möchtest aber auch selber, dass es dir gut geht. Und die Lösung ist, tue beides. Wenn du nur immer hilfst, kommst du selber zu kurz. Wenn du nur selber dich immer wieder belohnst, hilfst du den anderen nicht. Deswegen korrektiv, mache beides. Und ich finde, dass es hervorragend ist, wenn du sagst, ich mache 10% für mich und ich mache 10% für die anderen. Den Rest spare ich und so weiter, lebe ich. Aber das ist so ein wunderbares Korrektiv, was ich jedem empfehlen möchte, dass du lernst zu genießen. Leben ist geben. Das Leben ist ein Geschenk. Zu schenken ist der Inhalt meines Lebens. Kali Gibram, Seite 101, hat gesagt, es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird. Aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt aus Verständnis. Und für den Freigebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben. Und gibt es etwas, das ihr zurückhalten werdet? Alles, was ihr habt, wird eines Tages gegeben werden. Daher gebt es jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist und nicht die eurer Erben. Zurückhalten, steht hier noch, heißt zugrunde gehen. Lest das vielleicht auch mal in aller Ruhe. Ich glaube, dass Umverteilung nötig ist des Geldes, aber nicht durch den Staat, durch uns. Und in Umverteilung steht das Wort Teil drin, Teilung, dass wir teilen, 10% abgeben von dem, was wir haben. Ein Teil von dem, was wir haben, wirklich anderen abgeben. Es selber tun und es auch unseren Kindern zeigen. Das steht übrigens in der Bibel, wenn ihr religiös seid. Ich habe es euch aufgeschrieben, Seite 102, Malachi 3, Vers 8 bis 11. Das ist die einzige Stelle in der Bibel. Ich habe übrigens die Bibel dreimal gelesen, um mich da kundig zu machen. Dreimal ganz durch mit Kommentaren. Malachi 3, 8 bis 11 steht tatsächlich, das ist die einzige Stelle der Bibel, nochmal, dass Gott sagt, wenn ihr das tut, dann belohne ich euch und ihr könnt mich und sollt mich darin prüfen, dass es euch wirklich besser geht. Also, da steht, erstens, wenn ihr es nicht tut, beraubt ihr mich, sagt Gott. Und ich glaube, dass das Universum genauso spricht, weil Leben ein Geschenk ist. Und wer alles für sich behält, der unterbricht den Fluss. Das ist nicht gesund. Und zweitens, wenn du es aber tust, wird das Universum, das Leben, Gott, wie auch immer, dich segnen. Und du wirst ein Vielfaches mehr haben von dem, als wenn du es nicht tätest. Das kann man nicht glauben. Es macht keinen Sinn. Das kann man nicht verstehen. Aber wenn du es tust, wirst du es erleben. Geld kommt aus allen möglichen Richtungen plötzlich in dein Leben, wenn du das machst. Das ist nicht der Grund, warum du es tun solltest, aber nachrechnen kann man ja mal hinterher. So, wenn du nicht religiös bist, dann ist es einfach wichtig, dass du einfach verstehst, aus dem Prinzip der Ethik, der Moral, der Verantwortlichkeit heraus sollten wir etwas tun. Schaut euch mal so ein paar Bilder hier an. Wir bauen jedes Jahr mindestens eine Schule in Afrika. Das ist eine Schule in Kibera. Die habe ich mit Jürgen Höller zusammengebaut, damals noch. Und da seht ihr ja die Kinder, wie sie uns empfangen. Wir gehen durch einen Slum. Können wir das nochmal einblenden, wie die Slums aussehen? Unfassbare Armut. Das ist der Leiter der Marketingabteilung der Welthungerhilfe gewesen, im grünen T-Shirt. Guck mal, da gehen wir durch. Da kommst du als Weißer gar nicht lebend raus, wenn du keine Beschützer bei dir hast.
Und jetzt zeigen wir nochmal die Kinder. Und mitten in dem Slum steht da eine Schule von uns gebaut. Und die Kinder haben alle ein Strahlen und diese glänzende, saubere Uniform. Was das bedeutet, was die in ihre Familien tragen. Und da bauen wir jedes Jahr, wie gesagt, eine Schule. Und das ist ein unfassbares Gefühl. Ich habe das mal versucht aufzuschreiben, warum das so ist, auf Seite 102. Geben vermittelt ein gutes Gefühl. Wir helfen uns selber. Wir beweisen, dass Geld bei uns gut aufgehoben ist. Wer gibt, signalisiert Überfluss. Hey, ich kann ja, ich habe so viel, ich kann was abgeben. Und ich glaube, in einer vernetzten Welt ist jeder nur glücklich, wenn es allen besser geht. Wir sind verantwortlicher, wir fühlen uns lebendig. Vielleicht gibst du dir ein Versprechen, wenn du sagst, ja, ich habe so ein Ziel, in den 1-Millionen-Club zu kommen, dann schreib dir doch vielleicht auf, dass du dann 10.000 Euro spendest, wenn du das geschafft hast. Kannst du jetzt ganz leicht machen, du bist da ja noch nicht. Aber mach's mit heiligem Ernst. Und vielleicht sagst du, naja, und wenn ich 10 Millionen Umsatz mache, das ist jetzt ganz ungefährlich, weil da siehst du dich ja gar nicht, aber halt die Tür ein bisschen auf, vielleicht geht's ja doch, spendest du eine ganze Schule, 120.000 Euro. Und auf dem Weg dahin sagst du dir vielleicht, naja, 120.000 Euro, da können dadurch 400 Kinder jahrelang jeden Tag zur Schule gehen. 400! Das heißt, für ein Kind mit 300 Euro hast du für ein Kind einen Anteil dieser Schule gebaut. Überleg mal, was da alles geht. Was machst du nicht alles mit 300 Euro? Wenn du jetzt 300 Euro spendest, hast du ein Kind durch eine Schule gebracht. Weil wir die Schulen so bauen mit der Welthungerhilfe, dass die sich selbst tragen können. Wir müssen nur den Bau finanzieren, dass die Regierungen das unterstützen, aber auch die Communities das unterstützen. Das ist so ein herrliches Projekt.